Also nochmals vielen Dank an den Video- und Schmalfilmclub für wunderbare Bilder aus allen 6 Ortschaften und der Stadt. Und Dankeschön nochmals für die schönen Statements, wahre Liebeserklärungen an 6 Ortschaften, 6 Dörfer und an die Gesamtstadt. Vielen Dank an den Video- und Schmalfilmclub für diesen schönen Film, ein schönes Dokument zum heutigen Anlass. Herzlichen Dank. So, und jetzt möchte ich gerne die 6 Akteure aus dem Film mit auf die Bühne bitten, die 6 Ortsvorsteher, die Ortsvorsteherin, zum kurzen Gespräch zur Ergänzung dessen, was wir gerade auch gesehen haben. Ich freue mich über die Frau Keller, den Herrn Dr. Schad, den Herrn Sieber, den Herrn Gauss und den Herrn Leonhard und den Herrn Hasel, die aus den Reihen der Musik kommen. Da gibt es Mikrofone. Also nochmals guten Abend und toll haben Sie es gemacht und wunderbar geworben und mit schönen Bildern und schönen Eindrücken aus den Dörfern. Frau Keller, ich möchte gerne mit Ihnen anfangen. Gell? Also Frau Keller, Sie sind die einzige Ortsvorsteherin im Kreis der Verantwortlichen in der Gesamtstadt und das in der langen Historie bis heute. Und Sie haben vorhin so schön gesagt, Wangen wäre nur halb so schön ohne, zwar aber nicht ganz klar, ohne Karsee oder ohne die 6 Ortschaften. Wie war es gemeint? Ich habe gesagt, jede Ortschaft hat sein eigenes Flair, was Wangen wohl ohne uns Ortschaften wäre. Jawohl, danke schön. Also Frau Keller, dann aber nochmal die Frage an Sie, was wäre Wangen ohne Karsee und die große Kreisstadt ohne Karsee? Um eine Perle Allgäus ärmer. Also ganz eindeutig, gell? Vielen Dank, Frau Keller. Die Frau Keller ist ja im Hauptberuf in Leupolz an der Schule, die Hausmeisterin, die sich unglaublich kümmert um die Kinder und um die Familien und im Ehrenamt in Karsee, im Rathaus, sind so etwas wie ein Bindeglied zusammen mit dem Herrn Siebert, auch zwischen den beiden Dörfern Leupolz und Karsee. Frau Keller, wie gelingt es so der Spagat zwischen dem Hauptberuf in der Schule und der Tätigkeit als Ortsvorsteherin? Zuhören. Sich gut überlegen, was man antwortet, damit man nicht zwischen die Fronten gerät. Ich denke, das ist mir bisher gelungen. Ich bin so die Schulmama und die Dorfmama, was ein bisschen schwierig ist, wenn man 4 Chefs hat. Also ich habe in der Schule die Schulleiterin, dann habe ich meinen Kollegen als Chef, wenn ich Hausmeisterin bin. Dann ist von der Stadt der Herr Bauser und dann noch der Herr Lang. Das ist schon ein bisschen arg viel. Oh ja, wirklich arg. Das ist also wirklich ein bisschen arg viel. Und mein Kollege fragt immer, wegen was bist du da? Wenn ich als Hausmeisterin komme, dann wird es sachlich. Wenn ich sage, ich bin als Ortsvorsteherin da, kriege ich eine Tasse Kaffee. Frau Keller, noch schon auch was ganz anderes. Sie sind ja eigentlich gebürtig aus Wangen und nämlich so auch ein Kind aus der Erba heraus. Wir machen das nächstes Jahr die Landesgartenschau 2024, auf die wir schon lange hinarbeiten. Erinnerungen von Ihnen an die Erba und die Verbindung, die wir jetzt da auch wieder neu gestalten, dann im nächsten Jahr. Was wissen Sie zur Erba-Historie, nachdem Sie da ja auch persönlich verbunden sind mit Ihrer Familie? Ja, was weiß ich aus der Erba? Meine Eltern haben beide in der Erba gearbeitet und wir waren auch in diesen Häusern untergebracht. Und es ist vielleicht eine schlechte Erinnerung, aber wir mussten immer aus der Haustür raus in den Gang und da waren die Toilette. Das ist eine schlechte Erinnerung. Es gab keine Toilette in den Fabrikwohnungen. Und ja, bis wir weggezogen sind 1976, war es dann halt einfach so. Aber
Erinnerungen. Es sind viele Nationalitäten und gewechselt in den Straßen. Also anfänglich waren wir Deutsch, also nur Deutsche, dann kamen Italiener, dann kamen Portugiesen, Jugoslawen. Und es war aber immer, muss ich sagen, ein gutes Miteinander. Wir Kinder haben uns gut verstanden und glaubt, das ist so, Kinder, die machen keine Unterschiede, die verstehen sich. Und ich war gern ein Fabrikkind, war in der Schule immer ein bisschen schwierig. Da hat es geheißen, es sind die Städtler und das andere waren die Fabrikler. Ich war eine Fabriklerin und auch eine Italienerin. Es war manchmal ein bisschen schwierig, aber das stört dann fürs Leben, sonst könnte ich gar keine Ortsvorsteherin machen. Also vielen Dank, Frau Keller, für all Ihre Arbeit und Ihr Engagement für Kase und fürs gesamte Schule und Stadt. Gell? Dankeschön, Frau Keller. Zu Ihnen, Herr Gauss, Ihren Vater haben wir ja gerade schon auf der Bühne gehabt. Gell? Sie standen vorhin so an der Algen und die ist ja wahrlich so im Süden der Stadt, rund um Neuravensburg und Primisweiler-Haslach, besonders reizvoll und schön. Welche sind so denn Ihre Lieblingsplätze, wenn Sie so der Algen entlang unterwegs sind? Ja, also es gibt eigentlich an der Algen viele Lieblingsplätze. Ich meine, ich bin oberhalb von der Algen geboren, wohne oberhalb von der Algen. Wir waren als Kinder fast täglich an der Algen unter, also bei uns in Schauwies unter drunter. Und von dem her ist mir die Algen einfach ja, ans Herz gewachsen. Da bin ich groß geworden und ich radel heute noch gerne an der Algen entlang. Also das ist für mich einfach ein Juwel in unserer Landschaft. Und sie fließt natürlich von Nord nach Süd durch unsere wunderschöne Ortschaft und ja, die gehört einfach da dazu. In der Entwicklung von Primisweiler-Haslach, da gab es so in den letzten Jahren ja die Entwicklung so mit den Dorfläden, die aus der starken dorflichen Initiative heraus da entstanden sind. Und ich glaube, so auch ganz stark zur Gemeinschaft auch innerhalb Schomburgs Primisweiler-Haslach beitragen. Also darüber freue ich mich sehr. Und all das, was da auch seitens des Dorfes dazu beigetragen wird. Herr Gauss, wie läuft es im Dorf? Wie geht es den Dorfläden? Eine wichtige Struktur für beide Ortschaften. Ja, Sie sagen es, die Dorfläden sind eine sehr wichtige Institution für unser Dorf. Wir haben natürlich so eine Grenzgröße, wo sich große Discounter oder so nicht ansiedeln können. Und für die Nahversorgung sind die Dorfläden sehr wichtig. Sie kämpfen natürlich gegen die Großen rings um uns herum, aber sie behaupten sich wirklich gut, weil die gesamte Ortschaft, sowohl Primisweiler als auch Haslach, die stehen wie eine Eins hinter den Dorfläden und haben entsprechende Anteile und kaufen dort ein. Also das ist sehr wichtig. Ja, und wir haben praktisch eine Doppelstruktur in unserer Ortschaft. Wir haben zwei Kirchtürme, wir haben eigentlich alles doppelt. Jeder Verein gibt es fast doppelt, von der Musik über Sportvereine, über Kriegerkameraden. Also, und ja, da die Balance zu finden, das ist immer nicht ganz einfach, aber das Dorfleben, das ist einfach intakt. Das ist schön, gell? Und das freut uns auch. Und da auch gleichzeitig so auch den Hinweis auch in die gesamte Runde, gell? Die Struktur der dorflichen Läden, das sich zu erhalten, auch, genauso auch das Thema der Gastronomie in der Vereinslandschaften, das ist mit eins der höchsten Güter und dafür engagieren wir uns weiter gemeinschaftlich und da auch so die Bitte an Sie alle, das auch weiter mitzuleben, damit wir praktisch die kulturelle Vielfalt und das, was auch in den Dörfern historisch gewachsen ist, dass uns das nicht verloren geht. Deswegen Dankeschön, Herr Gauss, für Ihr Einstehen fürs Dorf. Und jetzt nochmal die Retourfrage an Sie, nachdem Ihr Vater früher mal Ortsvorsteher war. Was sind so Ihre Kindererinnerungen an das Ortsvorsteherseins Ihres Vaters? Ach, soll ich es wirklich sagen? Ja. Also zuerst habe ich das Amt ja antreten, um das ausbügeln, was der verbockt hat. Das war eigentlich so mein Triebfeder. Na, Spaß beiseite. Ja, genau. Nee, ich bin ein Dorfkind und für mich war das natürlich eine Ehrensache, um hier für das Dorf tätig zu sein. Und was mich, ja, was ich noch weiß, wir waren viel Leuteholm, weil ja, er halt viel weg war und seinerzeit, ich weiß bloß noch, da sitzen ja einige Kameraden, der Herr Locher ganz links, darf ich da mit einschließen, und der Roland Hargett war auch so ein, ja. Und wenn Gemeinderatssitzungen waren, die sind halt
Die Sitzungen sind länger gegangen wie heute, aber die Nachbesprechungen. Und entsprechend waren sie halt viel unterwegs. Also vielen Dank, Herr Gauss, dass Sie in der Tradition da weitermachen. Dankeschön für Ihr Engagement für Schomburg. Ganz herzlichen Dank. Dann zu Ihnen, Herr Hasel, Ortsvorsteher in Niederwangen. Sie haben vorhin vom Königreich in Niederwangen gesprochen. Das wusste ich jetzt noch gar nicht. Das habe ich jetzt heute Abend nebenbei erfahren. Herr Hasel, aber andere Fragen. Sie im Hauptberuf sind Sie ja Beamter beim Finanzamt in Wangen. So, und jetzt wollte ich Sie fragen, ob das Finanzamt denn noch zur Einnahme kommt, seit Sie Ortsvorsteher sind und sich um die Geschicke in Niederwangen zu kümmern haben. Also, das ist nicht mehr mein Hauptjob. Hauptjob ist Ortsvorsteher. Das hat sich also bei weitem Dreh, die kriegen halt beim Finanzamt mehr Geld, aber machen durch auf mehr für die Gemeinde. Also das ist sehr ehrenhaft und auch da wollte ich Sie nochmal schnell fragen, gell? Sie haben ja da jetzt auch in der letzten Zeit einen kleinen Dorfladen in Verknüpfung mit den Dorfläden in Schomburg aufgebaut. Wie läuft's und wie ist so die Entwicklung, kriegt man da dauerhaft was hin? Das würde uns, glaube ich, alle freuen. Ja, also wir haben jetzt ja, nach langer Planung quasi eine Zweigstelle von der Dorfläden Schomburg in Niederwangen direkt auf dem Dorfplatz. Das ist eine Kombination einmal für die Schüler, weil die keinen Pauseverkauf, in der Pause nichts mehr kaufen konnten. Die rennen jetzt, sage ich mal, im Dorflader während der großen Pause eigentlich die Bude ein, ganz salopp gesagt. Und aus dem Dorf kommen aber die Leute, wo nicht mehr so mobil sind, können halt die Sachen des täglichen Bedarfs kaufen. Und das muss ich jetzt noch einpendeln, aber ich bin guten Mutes, dass sich das bewährt und dass wir den halten können direkt auf dem Dorfplatz. Das ist eine tolle Sache, auf jeden Fall. Und dann zu Niederwangen. In Niederwangen gibt es ja die Grund- und Werkrealschule. Das ist die einzige dorfliche Schule bei den weiterführenden Schulen. Und da freuen wir uns sehr darüber, dass die Werkrealschule Niederwangen so beliebt ist und da einen guten Zulauf hat. Und da auch einen großen Dank an das Dorf so für das Einstehen für die Werkrealschule, weil da gab es mal Zeiten, so vor knapp 10 Jahren, da war mal praktisch die Werkrealschule fast am Ende. Man hat nicht gewusst, geht es weiter, aber man hat es tatsächlich hinbekommen, durch die Schulreform, die wir gemeinsam gemacht haben, die Schule mit neuem Leben zu bereichern. Und sie läuft ganz erfolgreich, sodass wir jetzt schon wieder Platzbedarf haben. Ja, also vor 10 Jahren circa, da hat man die 5. Klasse abgesagt, die ist dann doch nicht zustande gekommen. Und heute haben wir ganz andere Diskussionen, heute sind wir eigentlich komplett zweizügig, jetzt haben wir zu wenig Platz, aber da freuen wir uns eigentlich, dass wir die Diskussion in die Richtung führen, wo kriegen wir ein Klassenzimmer unter. Wir sind da relativ kreativ in Niederwangen, die Vereine helfen damit und so haben wir das noch jedes Jahr geschafft und da sind wir zufrieden, so wie es ist, dass viele Schüler da sind. Natürlich würden wir uns das wünschen, dass man irgendwann die 3 Klassenzimmer, wo fehlt, dass man die realisieren kann, aber das braucht halt Zeit und momentan kommen wir gut über die Runde und dann kann man es auch so laufen lassen. Und vielen Dank, Herr Hasel, auch für das Mitorganisieren der Musikkapelle heute Abend. Wie ist es zum Spielen mit all den Kolleginnen und Kollegen? Ja, das ist eine tolle Sache. Erstmal in der Waldorfschule und zum Zweiten mit lauter verschiedenen Trachten, großes Orchester. Ich glaube, es macht auch allen noch viel Spaß. Und Sie haben es ja schon gesagt, vielleicht gibt es das ja wieder einmal. Das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Vielen Dank an alle, die einfach gesagt haben, sie machen damit. Das ist eine ordentliche, große Kapelle. Also vielen Dank, Herr Hasel. Dann zu Ihnen, Herr Leonhardt, auch Dankeschön für das Mitspielen. Der Herr Leonhardt ist Ortsvorsteher in Deutschland seit 2019. Und was manche wahrscheinlich jetzt nicht wissen oder vielleicht auch jetzt erst gerade registriert haben, der Herr Leonhardt hat vor kurzem auch im Hauptberuf jetzt eine Aufgabe übernommen, nämlich für die Landesgartenschau. Er wird bei der Landesgartenschau das Thema des Ehrenamts betreuen. Er hat aber nochmal beruflich gesagt, Mensch, ich möchte gerne nochmal was machen und hat sich da beworben. Und er ist seit 2 Wochen jetzt da dabei, so praktisch die Strukturen des Ehrenamts auf der Landesgartenschau so mit anzugucken und aufzubauen, sodass wir dann nächstes Jahr gut gerüstet sind bei der Betreuung all dessen, was so aus dem Ehrenamt heraus zu machen ist. Also Herr Leonhardt, Sie haben so das Dorf vorhin gezeigt und was mir sehr schön auch da gefällt, ist der Wochenmarkt, den Sie am Donnerstagnachmittag anbieten. Was machen Sie da? Das ist vielleicht auch nochmal interessant für alle Kolleginnen und Kollegen. Ja, bei uns ist ja die Situation
ähnlich gewesen. Durch die Stadtnähe ist bei uns ein Dorflader fast nicht zu halten, beziehungsweise die, die es gab, die haben irgendwann aufgehört. Und wir haben uns halt Gedanken gemacht, seit ein neues Gremium, Ortschaftsratsgremium, was können wir da tun? Und dann ist eben die Idee gekommen, dass wir so einen Wochenmarkt etablieren können, und der hat sich jetzt wirklich sehr gut etabliert. Von anfänglich 3 Ständen sind wir jetzt bei 7 Ständen. Es ist wirklich jede Woche was los, und das Schöne ist, es ist nicht nur ein Wochenmarkt, es ist wirklich auch ein Dorftreff, weil es gibt jede Woche dann auch Kaffee und Kuchen, der wiederum von Vereinen oder inzwischen auch von ganz vielen Schulklassen aus alle Schulen von Wange angeboten wird. Die verkaufen das, verdienen da ein bisschen Geld dazu, und so ist es also eine wirkliche Win-Win-Win-Situation, die wir jetzt in Deutschland haben. Und übrigens, nächste Woche, am 25. haben wir unser einjähriges Dorfmarkt-Jubiläum mit großer Tombola. Man kann eine Ballonfahrt gewinnen, also herzliche Einladung an alle, nächste Woche auf unseren Dorfmarkt zu kommen und sich das auf einmal anzuschauen. Und Herr Leonhard, Sie sind ja auch im Ehrenamt, auch in der Musik, so wie der Herr Hasel auch, und die Deutschlieder hatten jetzt erst vor kurzem das große Konzert anlässlich 200 Jahre Musikkapelle in Deutschlried, und das war ein unglaublich beeindruckender Abend. Und das, wenn immer ich so zu den Konzerten der Musikkapelle komme, dann denke ich immer, Mensch, welch großartiger kultureller Schatz haben wir da hier, und das uns zu bewahren, ist, glaube ich, ein ganz, ganz hohes Gut. Ein paar Sätze noch zum Jubiläumskonzert, wie ist es gelaufen, wie zufrieden war die Musikkapelle mit dem Jubiläum? Also wir waren sehr zufrieden, es war ja ein Riesenprojekt für uns, Sie waren dabei, die Turnhalle in ein Zirkuszelt verwandelt, was mit wirklich viel Aufwand verbunden war. Die Idee dahinter hatte unsere Dirigentin gehabt, die Emma Geser, die uns... Das Besondere an dem Konzert war natürlich, dass wir auch eine Uraufführung hatten. Also es war extra ein Stück komponiert worden für den Solisten. Es war wirklich für uns alle ein riesiges Erlebnis. Und es war toll, dass wir 2 Vorstellungen gehabt haben, die komplett ausverkauft waren. Und somit wirklich ein tolles Jubiläumskonzert. Also vielen Dank, Herr Leonhard, dass Sie in der Doppelrolle Ortsvorsteher und für die Landesgartenschau für uns tätig sind. Dankeschön Ihnen persönlich und Ihrer Familie. Gell? Dankeschön. Herr Siebert, zu Ihnen. Gell? Wir haben ja vorhin Leupolz gesehen mit den schönen Bildern, mit dem Weinberg. Wir haben da gelesen, eine Flasche Rotwein aus Leupolz ist so viel wie 26 Semester Philosophiestudium. Wie viele Flaschen Rotwein haben Sie heute dabei? Heute habe ich gar keine dabei. Ich habe gehofft, dass wir von dem, was ihr organisiert habt, da teilhaben können. Aber wenn ihr nachher mal nach Leupolz kommt, nachher lässt sich da schon drüber schwätzen. Also wir haben uns, das ist vielleicht, ich weiß nicht, in Wange gibt es das, glaube ich, sonst nirgends, dass im Rathaus einen Weinkeller gibt. Und da wäre jetzt gerade schon noch so viel Vorrat da, dass es reichen würde. Also Herr Siebergeld, wir haben ja vorhin einen kurzen Einblick auch nehmen können in das große Heimatmuseum, das es in Leupolz gibt. Und ich finde das besonders schön, weil das ja ein Heimatmuseum ist, das weit so über praktisch die Kulturgüter von Leupolz hinausgehen und so etwas sind wie ein Schatz mit ganz, ganz vielen ländlichen Dingen aus allen Gemeinden. Also was hier im Dorf über die letzten 10 Jahre, 15 Jahre aufgebaut worden ist, das ist ganz große Klasse. Offensichtlich gibt es da eine ganz große Menge an unglaublich engagierten Leuten, die da einfach Tolles machen. Ja, angefangen hat das beim Herrn Dr. Leist, der hat das alles zusammengesammelt und er hat in Leupolz einen Ort gehabt, um die Sache unterbringen, sagen wir mal so. Das war alles drunter und drüber, und irgendwann sind sie tatsächlich alle miteinander da dran gegangen. Auch Dr. Leist ist vielmal da, quer so und immer noch. Und die Verbindung ist auch ganz toll, weil da kommt immer das Know-how vom Museumsverein in Wange mit Irena. Also da kommt auch vieles Input. Aber wir haben in Leupolz tatsächlich die Ehrenamtliche, wo das schafft, um das
schön aufzustellen, immer wieder eine andere Schwerpunkt zu machen, immer wieder was Neues zu machen. Wenn ich bloß dran denke an den Film, hat man das jetzt wunderbar gesehen, die zwei Fenster, wo wir in Leupolz in der Kirche nach dem Krieg ist das ausgebaut worden und ist an der Wirt, ein Sohn ist nach Stuttgart gegangen und da sind die Fenster mitgegangen. Und jetzt hat er sich besonnen und hat gesagt, eigentlich in meiner Bühne, da haben die Fenster nicht viel Wert und hat sie nach Leupolz gebracht. Und der Walter Achberger und auch in Verbindung mit Wange und so haben das ganz toll nachgebracht, um das für die Ausstellung zu präparieren, inklusive dem Loch. Also wenn ihr mal nachher nach Leupolz kommt, könnt ihr das sogar besichtigen. Die sind wunderbar aufgestellt, die Fenster mit dem Lichthänder drin. Und ganz unten ist sogar noch ein Einschussloch vom Krieg. Also ganz originalgetreue Fenster. Und so haben wir ein ganzes Sammelsurium voll mit Sachen in dem Museum drin. Und eigentlich sind alle Leute, die da nachher mal drin waren, ganz begeistert davon. Also dieses Engagement für das Museum steht beispielhaft für das große Engagement in allen Ortschaften. Und ich glaube, das ist der wahre Reichtum, den wir gemeinsam haben. Nämlich das Einstehen für die Gemeinschaft. Und das ist in den Dörfern, in Leupolz wie auch in den anderen Ortschaften unglaublich ausgeprägt und schön. Das tut uns, glaube ich, unglaublich gemeinsam gut und gibt einfach auch ganz viel Kraft für die Zukunft. Dankeschön, Herr Sieber, Ihnen für Ihre Arbeit als Ortsvorsteher in Leupolz. Ganz herzlichen Dank. Herr Dr. Schad, wir haben ja schöne Bilder gesehen aus Neuravensburg von der Burg und vom gesamten Dorf. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie die große Ortschaft Neuravensburg als Ortsvorsteher leiten. Und das, obwohl Sie mit Ihrer Selbstständigkeit als Geschäftsführer Ihres Unternehmens, als Geologe, wahrlich viel eigentlich zu tun haben. Schön, dass Sie diese Aufgabe zusätzlich machen. Was gibt Ihnen die Kraft, so diese Aufgabe zusätzlich zu machen, neben Ihrem anstrengenden Hauptberuf? Ja, also erstmal ist das Ergebnis ein bisschen ähnlich wie im Roland Gauss. Mein Vater war zwar nicht in Neuravensburg Bürgermeister oder Ortsvorsteher, sondern ich komme ja aus dem Kreis Biebrach, aus der Gemeinde Roth an der Roth. Mein Vater war da jahrzehntelang erst Bürgermeister und dann eben auch nach der Eingemeindung Ortsvorsteher. Sozusagen habe ich die Kommunalpolitik im Prinzip da schon mit in die Wiege gelegt bekommen. Und dann, ja, wie war es denn dann? Ich habe mich dann 2002 oder 3 oder 4, wenn die Wahlen waren, von meinem Amtsvorgänger Horst Püssenschütt dann auch überreden lassen, dass ich für den Ortschaftsrat kandidiere und bin dann auch reingewählt worden. Und dann, ja, dann kommt so mit den Jahren irgendwie eines so zum anderen. Und natürlich ist es so, dass mich einfach, wie soll ich sagen, das Dorf schon berührt oder dass ich ja, mich schon auch gerne für die Interessen der Ortschaft so einsetze. Dann kam 2014, wo es dann darum ging, wer kann denn jetzt einen Nachfolger machen von Horst Büschenschütt, was natürlich nicht einfach ist, nach 20 Jahren in solche Fußstapfen zu treten. Und es ging dann auch eine Weile, es gab 2, 3 Varianten, die wir diskutiert haben und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich mach's. Aber natürlich ist es schon eine Aufgabe, jetzt die beiden Dinge so unter einen Hut zu bekommen. Auf der einen Seite der Beruf, der eigentliche Beruf, den ich auch sehr gerne mache und der mich auch fordert. Aber auf der anderen Seite, wie Sie sagen, ja, Neuravensburg hat jetzt 3.100 Einwohner. Da gibt es schon ein bisschen was zu tun. Zumal, ich sage immer so, Neuravensburg ist schon da irgendwie so ein bisschen so ein komisches Dorf. Wenn man sagt, ich komme aus Neuravensburg, dann sagen die einen, es Moment mal, da gibt es Schwarzenbach und es gibt Roggenzell, was ist jetzt da Neuravensburg? Das ist immer nicht so ganz einfach zu erklären, historisch. Natürlich, Schwarzenbach ist am ältesten, aber Neuravensburg einfach unter der Burg und dann auch namensgebend für die drei Ortsteile so zusammen. Und ja, die Arbeit macht Spaß, obwohl es manchmal viel ist. Aber wem sage ich das? Sie sind
7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag für die Stadt Wacken unterwegs. Ganz so schlimm, glaube ich, ist es bei uns allen jetzt nicht, aber es ist schon eine große Aufgabe, ja. Neuraunsburg hat 3.100 Einwohner und die Infrastruktur einer Gemeinde, die echt viel zu bieten hat, die Nähe zum Bodensee, aber das macht es auch sehr aufwendig, das alles auch zu erhalten, das auch praktisch in die Zukunft zu bringen. Und das ist durchaus etwas, was bisher mit großem Erfolg da auch gelungen ist. Mit der Weihersanierung, wir haben das vorhin da auch gehört, gell, die Weihersanierung, das haben wir noch nicht hinbekommen, aber da bleiben wir gemeinsam dran, bis wir da eine Lösung haben. Ja, ich bin froh, dass Sie es ansprechen. Horst Büssenschütt hat schon im Prinzip das so ein bisschen auf den Weg gebracht jetzt heute Abend. Also es ist tatsächlich was mir noch ganz, ganz arg am Herzen liegt, dass man mit der Weihersanierung, das muss auch gar nicht zu meiner Amtszeit noch sein, aber ich möchte es gerne angeschoben haben. Es wird eine große Aufgabe sein und der Weiher wird sonst einfach, ich sag mal, in absehbaren Zeiträumen verlanden. Und das wäre ewig schade. Der Weiher ist neben unserer Burgruine einfach das Wahrzeichen des Ortes. Und das wollen wir schon erhalten. Aber da braucht man natürlich nicht nur die Unterstützung der Stadt Wangen. Wir brauchen die Unterstützung vielleicht des Landkreises und ganz sicher des Landes Baden-Württemberg. Sonst wird es einfach auch finanziell nicht zu stemmen sein. Aber wie Sie sagten, ja, worauf wir stolz sind und was uns, glaube ich, in Neuravensburg auch stark macht, ist tatsächlich die Infrastruktur insgesamt im Dorf. Da profitieren wir natürlich schon einfach auch von der Lage, jetzt direkt zwischen Wangen und Lindau, an alles gut angebunden, praktisch eine Autobahnauffahrt mehr oder weniger vor der Haustür. Und eben 3.000 Einwohner geben eben doch dann so viel her, dass sich manche Infrastruktur halten kann, die sich einfach in den kleinen Ortsteilen vielleicht nicht halten kann. Also 6 Ortschaften, eine schöne Entwicklung mit schönen Bildern gezeigt. Ich bedanke mich bei den Ortsvorstehern, bei der Ortsvorsteherin für ihr großes Engagement und für ihr Herz für alle Dörfer und für den schönen Gemeinschaftssinn, der uns auszeichnet und uns gemeinschaftlich auch stark macht. Herzlichen Dank Ihnen für Ihr Engagement, an alle Ortschaftsräte, an alle Mitarbeiter und Mitarbeiter im Dorf. Dieser Abend ist im Grunde so auch ein Dankeschön für alle diejenigen, die in den Dörfern für die Gesamtstadt stehen. Ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihren tollen Beitrag. Herzlichen Dank.